So, da sind wir wieder. Und ich sehe da schon was grün leuchten. Gut, dass ich nicht geschlafen habe. Na komm. Chop, chop. Hatte Gorn schon vorher so wenig Lebenspunkte oder hat er gerade richtig einen auf den Deckel bekommen? Ganz schön flink für so einen Haufen Schleim. Ja, und mal wieder links gedrückt statt rechts. Nein, Gorn ist tot. Jetzt müssen wir wirklich hoffen, dass das blaue leuchtende Ding ein blauer Stein war und kein Teleporter. Sonst müssten wir eine ganze Ecke zurücklaufen. Glaub ich zumindest. So. Komm, stirb. So, wir sind hier. Der nächste blaue Kristall wäre eine Etage weiter oben. Oder war hier irgendwo einer? Wir sollten die echt einzeichnen da. Ja, irgendwie vergesse ich das immer. Oh, was ist denn das? Eine Wurfaxt. Davon hatten wir doch schon ein paar. Genau, da. Ich habe jetzt einfach mal den Verdacht, dass ein Stack genau gleich viel wiegt, egal wie viele drin sind. 30,4. Och nö, das haben sie sogar richtig gut programmiert. Obwohl, die 29,4. 29,9. Nö, jedes Item wiegt einzeln. Das ist doch ordentlich. So, aber wo haben wir das blaue Leuchten gesehen? Es muss hier irgendwo gewesen sein, wo wir schon relativ nah dran waren. Also wahrscheinlich da irgendwo. Hinter dem grünen Schleim. Hm. Das Feuerelemental irritiert mich. So. Na gut, dann versuchen wir halt jetzt den grünen Schleim da umzubringen mit nur drei Mann und unserem Feuermagier ohne Mana. Aber das kriegen wir schnell. Brauchen wir halt sehr viel Geduld und Konzentration und eine Säule, die immer schön im Weg steht. Na, 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 na. Ob Schleime wohl frustriert werden können? So, er hat jetzt auch keinen Mana mehr. Dafür hat er einen Kumpel. Der andere jedenfalls. Oh, oh, die ist auch gleich kaputt. Wir könnten einfach versuchen, dran vorbeizulaufen, aber ich habe den Verdacht, dass wir dann festsitzen. Ha, schön. So, den anderen Schleim ignorieren wir. Wir rasen einfach weiter da lang. Ja, es war ein blauer Stein. Sehr schön. Gleich Feuerwald vorbereiten. Neuen Blitzschlag. Was haben wir da? Ein Fire Torque. Torque ist so eine Art Halsband. Schutz gegen Feuer 50. Das ist ordentlich. Geben wir mal den Dieb. Er ist eh unser Überlebensspezialist. Da ist wieder was Grünes. Hier haben wir ein Kraut. Kraut wird immer eingesackt. Zack. 117. Schön, schön. Ja, also es macht durchgehend mehr Schaden als vorher. Wenn auch nicht überragend. Und diese ganz großen Zahlen, die wir schon mal zwischendurch hatten, also diese 220, war wahrscheinlich einfach nur ein richtiger Glückstreffer. Jetzt haben da nicht alle raufgehauen, oder? Ja, kein Wunder, dass durchgehend der Magier einen Vorsprung hat. Also der Feuermagier. Wenn die anderen gar nicht zum Zug kommen. So, jetzt hat jeder einmal Schaden gemacht. Und er wieder kein Mana. Aber wir tanzen hier um den blauen Kristall rum. Mit etwas Glück ist er aufgeladen, wo wir hier fertig sind. Wieder zu früh. So, nö, er ist nicht fertig. Na gut, das wäre auch ein bisschen zu viel Luxus auf einmal. So, Fackel geht aus, bleibt liegen. Ja, wir haben keine Fackeln mehr. Dem sollten wir demnächst mal Abhilfe verschaffen. Aber hier liegen ja genug an den Wänden rum.
So, das müsste genau reichen, um den Kristall wieder aufzuladen. Und ein Lichtzauber. Kann man eigentlich mehrere Lichtzauber hintereinander sprechen? Das testen wir gleich mal. Nö, kein Unterschied. Schade, das ging ja bei Dungeon Master. Da konnte man das richtig lange spammen, da war irgendwann der Bildschirm richtig hell. Ja, es sind Feuerball-Ninjas. Huschen um die Ecke, schmeißen Feuerball und verziehen uns wieder. Da fällt mir ein, warum hat eigentlich unser Erd- und Luftmagier diesen Stab? Ich meine, unser Feuermagier ist momentan ja der wichtigste überhaupt. Was macht der eigentlich? Der macht Energie plus 5. Na gut, das ist nicht wirklich viel. So, Gorn hat ein Level Up und wir brauchen eigentlich neue Heiltränke. Nur so für den Fall. Er hat genug. Er hat noch einen, er hat einen. Okay, es reicht. So, Gorn Level Up. Er kriegt wahrscheinlich wieder alles auf Äxte, damit er demnächst Cleave bekommt. Weil die 15 Lebenspunkte klingen jetzt nicht so atemberaubend. Und was gibt es hier noch? Ausdauer, das heißt, er weniger Nahrung braucht, was total sinnlos ist, da wir nicht viel Nahrung haben. Und die Resistenzen, aber die sind erst recht weit unten. So weit werden wir nicht kommen. Also nö, alles auf Äxte. So, da haben wir einen Teleporter und jede Menge Fallgruben. Das machen wir später. Hier waren wir schon und hier waren zwei Türen, die wir jeweils öffnen konnten mit dem Schalter. Oh, Fackel wollten wir mitnehmen. Zack. War hier noch irgendwo eine? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Nee, hier ist alles durch die Teleporter und die blauen Steine und was weiß ich beleuchtet. Keine einzige Fackel. Na, komisch. Aber gut, schauen wir mal, was hier hinter ist. Dem Geräusch nach zu urteilen, ein Feuerlimitar. Oder auch zwei oder drei. Ha, was ist das denn da für ein Zepter? Oh, zwei Druckplatten. Die rechte macht die Kugel und die linke macht das auch. War das jetzt so eine gute Idee? Wo kommst du näher? War der Gang da links die ganze Zeit schon? Wir haben echt manchmal ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten. Aber ich denke mal, wenn sie genau so stehen wie jetzt, warten sie ab, was wir machen. Und wenn wir nichts, wenn wir nichts machen, gibt es einen Zufallsgenerator. Ah, wo bleibt dein... nicht zwei von euch gleichzeitig. Drei von euch gleichzeitig. Nee, danke. Boah. Ich mag die echt nicht. Aber die können hoffentlich keine Schalter bedienen. Weg, 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 weg. Und wir haben den blauen Kristall wieder nicht eingezeichnet. Hm? Das machen wir jetzt als allererstes. Und er ist deaktiviert. Schade. Aber da ist nicht VK. BK. Er wird geschlafen und dann probieren wir ein bisschen Zaubersprüche aus. Wie gesagt, den Blitzstrahl soll ich ja eigentlich schon können. Ich habe es nur gemacht, als wir den Skill noch nicht hoch genug hatten. Und ein Feuerschild angeblich auch. Und ein Feuerschild klingt echt praktisch bei den ganzen Feuerelementaren. Also, erstmal Blitzstrahl. Das da war Blitz. Also es war Luft, nehme ich mal an. Ja. Wo fangen wir an? Das ist irgendwas anderes. Gehen jetzt erstmal die Zweierkombination durch. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass es eine Zweierkombination ist. Oh, ist doch eine Zweierkombination. Den können wir den ja noch schneller sprechen als den Feuerball. Das ist ja schick. Gut, gut. Also das hätten wir schon mal rausgefunden. Und jetzt noch das Feuerschild. Also Erdschild war so. Dann wird Feuerschild so sein. Jupp. Sauber, sauber.
derart gewappnet. Also was war jetzt Blitzstrahl? So, so. Derart gewappnet können wir jetzt alles umhauen. Vor allem, wenn Klicknack sein Level abbekommt und dann den verbesserten Blitzstrahl. Das wird bestimmt richtig gut abgehen. Vier sind die Schaden. Oh, okay. Und es ist schön über Fern. Ah, kommt der zweite. Ist schon über Distanz. Der richtige Blitzstrahl jetzt. Vorher hatten wir ja nur so einen Blitzfunken, was auch immer das sein sollte. Und da ist auch schon das Level-Up für Klicknack und hoffentlich seinen verbesserten Blitzstrahl. Ja, das läuft gerade richtig gut. Zeit, dass irgendwas Schlimmes passiert. Hm? Ja, so wie du. Zack. Tür zu. Level-Up. Luft. Ne, bei ihm dauert es noch. Zwei Level. Also jetzt noch ein Level. Aber er kriegt mit 22 noch einen neuen Spruch. Huh. Und den Level 9 Spruch kann er auch noch gar nicht. Gibt es vielleicht ein Luftschild? Keine Energie. Huh. Das suggeriert aber, dass es da einen Spruch gibt. Keine Energie? Wie viel verbraucht der denn? Okay, er hat auch allgemein nicht so viel, aber trotzdem. Hm. Und gegen was für Luftzauber bräuchten wir eigentlich Schutz? Nee, ist nicht skilled genug. Na gut, ist er jetzt skilled genug? Oh, jetzt hat er wieder keinen Mana. Ach ja, wir sollten gleich unbedingt mal die Nahrung überprüfen. Weil so viel wir jetzt geschlafen haben, sind die bestimmt ganz schön runter. Obwohl nirgendwo dieses kleine Symbol ist, was auch immer das Symbol wirklich darstellen soll. Für mich sieht das mal aus wie so ein Leibbrot oder eine Made. Eins von beiden. Also das Letztere macht eher Sinn bei unserer Rassenwahl, aber ja. Also er hat schon mal Hunger. Njam, njam, njam. Njam, njam. Njam. Und der Rest braucht nicht. Gut, gut. Also, wir wollten jetzt wieder den hier ausprobieren. Ja, Schockschild. Feuerschild. Und Erdschild. Und man sieht nur eins angezeigt. Heißt das, wir haben jetzt trotzdem alle drauf? Nein, haben wir nicht. Die Resistenzen von Schock und Feuer sind gleich wieder weg. Das heißt, wir können immer nur ein Schild gleichzeitig aktiv haben. Was ja auch einigermaßen Sinn macht, denn meistens kämpfen wir nur gegen einen Gegnertypen, der eine bestimmte Schadensart macht. Also die Schleime halt Gift oder die Feuerelementare Feuerschaden. Boah. Muss ich jetzt nur dran denken, es auch im richtigen Zeitpunkt zu zaubern. Na gut. Also, es geht nur... Entschuldigung, es geht nur da weiter. Und da sind die Feuerelementare. Das heißt, wir schlafen jetzt nochmal, damit wir genug Mana haben für die ganzen Blitzstrahle. Dann schmeißen wir gleich ein schönes Feuerschild und machen Cut. Und danach legen wir uns mit den ganzen Feuerelementaren an, die hoffentlich nicht durchgehend respawnen. So, Feuerschild, damit ich es nachher nicht vergesse. So. Speichern LP 055 und bis gleich.